Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Ihr fragt, wir antworten. Heute soll es um unsere Kampagne auf 99 Funken gehen. Ihr habt uns einige Fragen zugeschickt und wir möchten euch darauf antworten. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Eure erste Frage. Warum läuft die Kampagne nicht über den Verein? Ja, die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Ihr alle kennt die Bedingungen, unter denen wir momentan leben, arbeiten und schaffen dürfen. Und für so eine Vereinsgründung braucht man mindestens 7 Leute, die sich an einem Ort treffen, um die Satzung zu beschließen, die nötigen Ämter zu besetzen und ihre Unterschrift unter das Papier zu setzen. Ja, das geht zurzeit leider nicht. Und die ganze Aktion mit dem Verein und der Crowdfunding-Kampagne war relativ spontan. Es ging alles sehr viel schneller, als ich gedacht hätte. Und zwischen ich habe eine fixe Idee, poste die auf Instagram und wir starten die Crowdfunding-Kampagne, sind nur wenige Wochen vergangen. Ja, und was soll man sagen? Unser Verein kümmert sich um Nistkästen. Und wenn wir jetzt warten, bis im Januar, wahrscheinlich eher im Februar oder sogar März, die Lockerungen so weit sind, dass man sich wieder treffen darf mit so vielen Haushalten, dann brauchen wir im Jahr 2021 keine Nistkästen mehr anbringen. Dann ist die Brutsaison einfach schon vorbei, beziehungsweise hat begonnen und dann kommen unsere Nistkästen zu spät. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze privat zu starten. Die Kampagne läuft bis Ende Januar. Bis dahin haben wir dann hoffentlich schon die ganze Bürokratie so weit, dass der Verein im Entstehungsprozess ist und die Gelder können direkt an den Verein fließen und wir können sofort mit der Arbeit beginnen. Frage 2. Was bringt eine Nistkastenpatenschaft? Eine Nistkastenpatenschaft für uns bringt Verlässlichkeit und Planbarkeit. Denn von dem Geld einer Nistkastenpatenschaft können wir 2 Nistkästen anschaffen, anbringen und auch für mehrere Jahre warten und pflegen. Das heißt, es bringt uns eine enorme finanzielle Sicherheit. Was bringt eine Nistkastenpatenschaft für dich? Zum einen ein gutes Gefühl. Du bekommst eine schöne Patenschaftsurkunde von uns mit allen wichtigen Daten zu deinem Kasten. Du bekommst von uns Fotos, Videomaterial, den ein oder anderen Videogruß und ein kleines Dankeschön zu Weihnachten. Frage Nummer 3. Welche Kosten entstehen für einen Nistkasten? Bei den Nistkästen sind uns 2 Dinge sehr wichtig. Haltbarkeit und eine gute Herstellbarkeit. Wir haben uns letztendlich für Multiplex entschieden. Es lässt sich sehr, sehr gut verarbeiten, ist von Natur aus wasserfest verleimt und bekommt durch die Dachpappe und die wasserfeste Lackierung eine enorme Haltbarkeit und das über viele Jahre hinweg. Die Nistkästen lassen sich sehr leicht herstellen, weil gerade das Modell Leuben klare, gerade Kanten hat. Das bedeutet auch, dass der Preis relativ niedrig ist. Also die Materialkosten und minimale Kosten für die Herstellung. Der Preis eines fertigen Nistkastens vom Modell Leuben 1 liegt bei etwa 15 Euro. Das etwas größere Modell Leuben 2 liegt bei etwa 18 Euro. Ihr seht also, wenn wir jetzt von einer Nistkastenpatenschaft ausgehen, 36 Euro im Jahr. Es können definitiv 2 Nistkästen davon bezahlt werden. Und das ist ein guter Preis, weil die Haltbarkeit von mehreren Jahren ist überhaupt kein Problem. Frage Nummer 4. Plant ihr mehr als nur Nistkästen? Ja, wir haben tatsächlich, ich gehe mal ganz kurz aus dem Bild. Da bin ich wieder. Ganz schick im klassischen Stile Leuben gehalten. Unser Futterhäuschen. So. Zu seinem Nistkasten oder für eine gute Nisthilfe gehört noch sehr viel mehr dazu.
Natürlich auch eine gute Futtersituation, weil was bringt den Vögeln der Nistkasten, wenn im kompletten Umfeld kein Futter da ist? Und es gibt sehr widersprüchliche Meinungen und wir vertreten die Meinung, ja, auch im Sommer, oder besser gesagt, ja, das ganze Jahr über darf gefüttert werden. Weil wir hatten es schon im ersten Video gesagt, die Urbanisierung, Flächenversiegelung, es wird schwer für die Vögel, zunehmend schwerer, Nahrung zu finden. Und dafür schaffen wir auch Nistkästen. Im weiteren Projekt setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass das Areal, wo die Nistkästen angebracht werden, schöner begrünt, mit Nutzpflanzen ausgestattet wird, gerade auch in der Stadt Balkonkästen, statt den immer gleichen Geranien oder halt auch mal was für die Vögel, was sinnvoll ist, was sie als Futterpflanze nutzen können. Genau, also in diesem Sinne, ja, wir planen mehr als Nistkästen, das Futterhäuschen ist in Planung und es schwirren noch ein paar Ideen im Kopf herum. Frage Nummer 5. Was bietet euer Verein sonst noch an? Sehr gute Frage. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ich mache derzeit mein Studium zum Umweltpädagogen. Und neben der reinen Anschaffung, Anbringung und Pflege von Nistkästen ist uns auch eine pädagogische Arbeit sehr, sehr wichtig. Wir wollen eng mit Kindertageseinrichtungen, Horten und Schulen zusammenarbeiten. Die Kästen natürlich in die Einrichtungen tragen. Wir haben allerdings auch Bausätze geplant, wo die Kinder selber tätig werden können. Und wir möchten Lehrmaterial anbieten im weiteren Verlauf und auch Exkursionen, Ausflüge in die Natur organisieren. Wenn dann die Finanzen stimmen und wir vielleicht Räumlichkeiten anbieten können, möchten wir auch gemeinsame Themenabende und Baustunden, Werkstunden anbieten, aber das ist nichts für den Anfang, das ist was für die Zukunft, wenn wir ein bisschen mehr Basis haben. Frage Nummer 6. Können Kitas und Schulen Nistkästen von euch bekommen? Ja, definitiv ja, sogar sehr gerne. Wir sind derzeit auch im Gespräch mit diversen Parkbetreibern, Friedhofsbetreibern. Friedhöfe sind wunderbare Orte für Vögel, ruhig, naturbelassen. Wunderbare Voraussetzung, aber unser wichtigstes Anliegen ist es tatsächlich, den Kindern Nistkästen in ihren Alltag zu bringen. Was bringt es einem, wenn man die Nistkästen irgendwann in den Wald pflanzt, er von niemandem gesehen wird, außer von den Vögeln, das ist natürlich wunderbar, aber dieses Verständnis für die Bedeutung geht dadurch verloren oder wird gar nicht erst gesät. In diesem Sinne, wir wollen die Nistkästen in die Kitas reinbringen, den Kindern zeigen, schaut, da passiert etwas, ihnen etwas zum Beobachten geben, Anregung geben. Und in diesem Sinne kann ich die Frage nur mit Ja beantworten. Schulen und Kitas dürfen sich sehr, sehr gerne bei uns melden und anfragen, ob wir sie mit Nistkästen und Futterhäuschen ausstatten. Gut. Für unser erstes Video 6 Fragen. 6 lange Antworten. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie mir. Dann gibt es bald das nächste Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Unterstützt uns auf 99 Funken. Ich verlinke die Seite nochmal. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss.